Security. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan abgeschlossen. Keine Schmuggelware entdeckt. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Alles klar, und damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück in Starfield. Wir sind gerade hier nach Alpha Centauri gesprungen. So wie die Mission es von uns verlangt. Dabei wollte ich eigentlich gerne nochmal zu unserem Startplaneten zurück, aber ja, ging leider nicht. Dementsprechend sind wir jetzt hierher und sollen scheinbar New Atlantis landen. Machen wir dann auch mal. Bin gespannt auf New Atlantis. Ja, hier sieht es wirklich sehr cool aus. Ja, nur noch mal zur Info für die YouTube-Zuschauer. Wir befinden uns im Live-Let's Play. Das heißt, das wird aufgenommen neben dem Stream. Ach, hier haben wir den Frachtraum und hier sind auch die Dinge, die wir im Kampf aufgenommen haben. Sehe ich das richtig? Mit einer derartig vollen Tasche werden Sie... Ja, ist ja gut. Was habe ich denn da jetzt rausgenommen, was so schwer ist? Kann ich nicht den Stuff hier alles... Okay, ich bin aber immer noch maßlos überladen. Die Frage ist nur, hier werden wir doch sicher auch jemanden finden, um Dinge zu verkaufen, oder? In New Atlantis. Nur langsam vorankommen. Ich will doch nichts nehmen. Ich will dieses E drücken, dass er da immer was nimmt, macht mich kirre. Aber das ist doch jetzt alles in der Front hier, right? Das war ein Tee. Ein lecker Earl Grey Tee. Den haben wir an. Ja, das ist alles Essen. Hier haben wir auch noch den Anti-Ballistik-Helm. Mit Ausrüstung vergleichen. Kampfveteran minus 15% Schaden von menschlichen Gegnern. Ah, okay. Packen wir mal rein. Den werde ich sicher nicht verkaufen. New Atlantis. Beeindruckendes Gedächtnis. Ah. Vasco hat aber noch meine Waffen, ne? Ich mag... Oh, guck mal hier die Bäume. Ich mag das, wie hier die Triebwerke und das alles dampft, wenn man gelandet ist. Gut, dann reden wir erstmal mit dem Herrn hier. Scheinbar soll man das, ja. Denn die Mission ist
Die ist immer noch Mast District. Immer noch aktiv. Schiffwartungstechniker. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. Oh. Das ist der Schiffstypi. Die Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. An der Seite, nahe der Rampe. Alles außerdem klar. Gibt's da noch Jamison Mercantile, falls du gern ein bisschen Auswahl hättest. Den Laden findest du hinter dem Security Checkpoint. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Alles klar. Wow. So. Das ist alles, was ich dabei habe. Aber die Waffen, warte mal, Vasco. Captain, gib mir mal deine Waffen. Die Constellation. Ich bin bereit für einen Handel. Ja, das ist egal. Einmal kurz völlig überladen. Die nicht, die behältst du mal feini, ne? So. Dann können wir nämlich jetzt einmal. Ach so, kaufen. Kann ich das nicht verkaufen? Händler, verkaufen. Ich kann aber nichts kaufen. Ich kann hier auch verkaufen. Aber normalerweise ist das doch kaufen. Ja, eben. Ich will ja auch verkaufen. Und er hat ja auch gesagt, dass ich hier meine Sachen loswerde zum Verkaufen. Ach so, man schaltet nur um zwischen kaufen und verkaufen. Ah, okay. Händler verkaufen. Ah, gut. Die Aeon, da haben wir ja die bessere, ne? Genau. Können wir theoretisch verkaufen. Aber hier steht nirgendwo, was drücken muss zum Verkaufen. Erlauben Sie mir, einfach Tragen zu helfen. Linke Maustaste, okay. Das wird halt nicht erklärt. Unten wird alles erklärt, aber nicht, womit ich verkaufe. Die Grendel ist Müll. Ah. Wir kriegen halt so viel davon irgendwann, ne? Anzüge, die behalte ich. Helme sind, da haben wir noch einen. Kleidung. Ich kann den Helm automatisch aufblenden lassen, sobald ich in Bereiche mit atembarer Luft komme. Okay, wo kann ich das einstellen? Das hört sich gut an. Kaufen möchte ich eigentlich jetzt erstmal nichts. Aus dem Schiffsinventar verkaufen, ah, das kann ich auch. Das würde ich aber alles erstmal behalten wollen. Das werden wir sicher für irgendwas noch brauchen.
Den auch. Nee, das lassen wir. Sollen wir was reparieren? Nö, lass mal, du bist ziemlich aufdringlich. Dieser sinnlose Angriff auf eine Forschungsanlage der United. Ins Inventar für Helme gehen. Helm in Gebieten mit atembarer Luft verbergen. Sind wir sind so, Pet A. Sie waren bloß in einem anderen Shuttle. Sie kommen nach. Oh, nun ja. Das ist cool, wenn es wirklich irgendwann sein. Mal so wäre, ne? Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Ja, ist ja schon gut. Hotel Shopping, UCSEC, United Company Security and Safety, New Atlantic Transit. Okay, kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Danke. Informationen zu New Atlantis. Willkommen in New Atlantis. Der Hauptstadt der United Colonies und für viele auch die Hauptstadt der gesamten besiedelten Systeme. Du stehst hier in der technologisch fortschrittlichsten Stadt, die die Menschheit jemals erbaut hat. New Atlantis wurde 2156 gegründet, also im selben Jahr, wie wir erstmals im Sternensystem Alpha Centauri eintrafen. Falls du hier wohnst, bist du mit deiner fantastischen Heimatstadt ja schon vertraut. Und falls du zu Besuch hier bist, betrachte dich als geschätzten Gast der United Colonies. Du wirst unser zuvorkommendes und professionelles Personal überall in der Stadt antreffen. Diese Menschen werden dafür sorgen, dass du in New Atlantis einen wunderschönen, produktiven und sicheren Aufenthalt erlebst. Nice. Unsere gemeinsame Geschichte. Wir sind die Kinder der Erde. Die United Colonies wurden 2159 offiziell auf der Erde gegründet, um die Einigkeit der Menschheit bei der Besiedlung des Universums zu gewährleisten. Unser Ziel war die friedliche Erkundung und Kolonisierung des Weltraums und die harmonische Zusammenarbeit zwischen allen, die über die pechschwarze See zu neuen Horizonten aufbrachen. 2161 veröffentlichten wir die Centaurus-Erklärung und schufen damit die formellen Rahmenbedingungen für all jene, die den Wunsch hegten, ferne Welten zu besiedeln. Doch leider teilten nicht alle unseren Traum. Als überall in den besiedelten Systemen Kriege ausbrachen, standen die United Colonies für die Menschen und ihr Recht auf eine faire Besiedlung des Weltraums ein. Und als unsere geliebte Heimatwelt im Jahr 2203 unbewohnbar wurde, wussten die United Colonies, dass es ihre heilige Aufgabe war, ihren Platz als Hüter der Erde einzunehmen, ihrer Artefakte, ihrer Ideale, ihrer Kulturen und ihrer Menschen. Wenn du heute also im Sternsystem Alpha Centauri auf dem Planeten Jemison in der Stadt New Atlantis stehst, dann bedenke, dass du im Grunde noch immer auf der Erde bist. Und die Erde kümmert sich um ihre Kinder. Unternehmensverzeichnis. Hier in New Atlantis haben Bürger und Besucher Zugang zu allen Dienstleistungen, die das Herz begehrt. Vom frisch gebrühten Kaffee bis hin zur körperlichen Runderneuerung ist alles dabei. Die folgende Liste enthält eine Auswahl der Konzerne und Unternehmen, die sich in New Atlantis angesiedelt haben. Distriktinformationen jeweils in Klammern. Terra Brew Café, Weltraumhafen, Geschäftsdistrikt. Jemison Mercantile, Weltraumhafen. Gasthaus Viewport, Weltraumhafen. Centurion Arsenal, Wohndistrikt. Blind Medical, Wohndistrikt. Enhanced, Geschäftsdistrikt. Tanks, Wohndistrikt. DJs Wohndistrikt, Herrenausstatter Wohndistrikt, Outland Geschäftsdistrikt, Jakes Unterdeck, Apex Electronics Unterdeck. Interessant, was hier alles gibt. Weitere Gebäude und Dienstleistungen. Hier in New Atlantis gibt es die verschiedensten Gebäude, die ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen und eine breite Auswahl an Dienstleistungen anbieten. Hier eine Auswahl. Die Gelbank Geschäftsdistrikt, SNN Geschäftsdistrikt, Handelsaufsicht Unterdeck, Kirche von Sanctum Universum, Mast, Haus der Aufklärung, Unterdeck, Botschaft des Freestar Collective, Mast,
Botschaft von Haus Varun, Mast, von Konzernzentrale von Infinity LTD, Geschäftsdistrikt, Krankenstation Unterdeck, UC Surplus Unterdeck. Boah, kann man da auch überall hin? Alles klar. Wir lassen den mal alleine. Boah, sieht das so nice aus hier. Wo hat sie denn die Tasche hingepackt? Ja, ich laufe mit zu viel rum. Immer noch? Ist doch nicht euer Ernst. Macht 10 noch zu viel. Smart im Plan, uns noch zu kommen, ja. Die Loge ist hier in der Stadt. Das Tragen von Objekten gehört zu meinen. Ja, dann mach mal. An den Kram muss ich mich echt noch gewöhnen. Deswegen packe ich die jetzt auch weg. Ich denke mal, wir werden uns später dann auch mal umziehen, wenn wir irgendwie hier in der Stadt sind und so. Aber erstmal latschen wir so hier durch. Sieht ja stylisch aus. Ich will nie woanders leben. Schönen Tag noch. Ich habe mich schon immer gefragt, wie es in der Loge aussieht. Ich habe mich schon immer gefragt, wo ihr eure Taschen herholt und hinsteckt. Das sind alles diese? Ja, sind alles die gleichen, okay. Das ist New Atlantis Transit, kurz die NAT. Der kostenlose Nahverkehr der Stadt. Bitte. Direkt in den Mast geklickt. Wie cool ist das denn bitte? Schade, ich hatte gehofft, man fährt so ein bisschen durch die Gegend. Ja, dann geradeaus, SSNN nach Hönnings, UC Distribution geradeaus. Das. Da ist die Kaffee-Dingsbums. Wie du siehst, gibt es viel Kundschaft. Die Umsätze steigen weiter. Und es gibt zwei Fälle. Hallo und willkommen bei TerraBrew. Hi, ja. Willkommen bei TerraBrew. Als die Wie kann ich helfen? Eröffnete, hat Natürlich, lass dir ruhig Zeit. Oh, ein Cappuccino? Ah, nee, hier ein Espresso. Können wir alles verkaufen? Nein, ich will nicht alles verkaufen. Beeindruckend. Zeiten ändern sich. Aber eines wird immer gebraucht. Kaffee. Genau. Keine Angst, du schaffst das. Ich will jetzt nicht unbedingt alles verkaufen. Wir brauchen ab und zu auch noch einen Kaffee zum Wachwerden. Wow. Ich weiß, ich schweife schon wieder ab. Egal, was du brauchst, Enhance ist für dich da. Aber wird ihn das nicht verwirren? Er wird dich nicht erkennen.
Ich werde ihn über. Ist schon sehr weiträumig hier, ne? Nee, ich habe Credits dazu bekommen, Phantom. Ich habe extra drauf geguckt. Hab nicht gekauft, ich habe verkauft. Guck mal, da steht noch ein Vasco, Vasco. Und selbst wenn, wäre es auch nicht schlimm. Kaffee ist immer gut. Dieser Ort ist. Krieg Verstorbenen gewidmet. Bitte seien Sie taktvoll. Cool. Ist ja schön gemacht. Wie nice. Oh, ich könnte die ganze Zeit hier rumrennen. Ja, wir gehen jetzt dahin, wo ich hin soll. Ich gehe ja schon. Must District. Aurora Überdosierung. Aha, aha. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Ein bisschen wenig Schlaf gekriegt, Fanto, heute Nacht. Wir sind zwar in einer United Colonies Stadt, aber die Constellation ist vollkommen neutral. War sie schon immer. Bin gespannt, es ist voll schön hier. Kann sich hier auch richtig hinsetzen? Ja. Ah, Vasco, schön heute. Oder? Meinst du nicht, du bist ein bisschen aufdringlich, Vasco? Also, ich würde gerne ein bisschen die Aussicht genießen. Na gut, dann nicht. Da wären wir. Die Lose. Die Tür sollte sich öffnen, wenn sie die Uhr daran halten, die Barrett ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Sie warten drinnen auf uns. Okay, alles klar. Mein Anzug schützt sich vor Umgebungsschaden. Okay. Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Lächerlich. Die Wette gewinne ich garantiert. Dein Uhr piepst schneller, wenn der Schutz deines Anzugs nachlässt. Wir sehen in den Sternen so viele verrückte Phänomene, aber meine Theorie. Okay. Wenn ihr zwei nicht aufhört, erlasse ich ein Verbot. Ernsthaft. Wir vertragen uns ja schon. Das ist so nice. Oh, ich könnte mir alle stundenlang angucken. Die heiligen Hallen. Wir haben wohl Besuch. Vasco folgt dir nicht. Willkommen länger. Bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Weil er das so wollte? Piratenangriff. Barrett hat mich gebeten, euch das Artefakt zu bringen. Das ist egal, ich habe euer Artefakt. Wer bist du? Ich will erstmal wissen, wer ihr überhaupt seid, die Constellation. Okay. Wir sind eine private Erkundungsorganisation. Primär erforschen wir das All, aber auch Anomalien in den besiedelten Systemen. Das hört sich gut an. Unsere Arbeit ist gefährlich. Wenn also einer von uns nicht wie geplant auftaucht, dann haben wir natürlich Fragen. Apropos, wo ist Barrett? Wer bist du?
Sarah Morgan, Vorsitzende der Constellation. Oh, sie ist die Vorsitzende. Alles, was du mit Barrett besprochen hast, geht mich also etwas an. Beantworte bitte meine Frage. Ja, ruhig, gute Frau. Entspann dich mal. Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Walter. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist sie aber nicht. Sie ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? War auf dem Trip, aber sonst war alles okay. Helle Lichter und Musik. Ich rede nicht drüber. Das Ding hätte mich fast umgebracht. Wie oft ist das schon passiert? Wer hatte diese Vision noch? Wir glauben, es passiert jedem, der das erste Mal so ein Ding aus dem Fels zieht. Warum, wissen wir noch nicht. Wenn du also noch mehr Daten beisteuern könntest? Was krieg ich denn dafür? Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Kott... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Das ist es. Genau wie die anderen. Wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott! Das ist es! Sie reagieren! Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen... So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Ruhig, atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cautry? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Habe ich eine andere Wahl? Ich soll der Constellation beitreten? Was genau würde das heißen? Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt, wie wir alle. Allein für sich sind sie nur seltsame Metallbrocken. Eine weitere Merkwürdigkeit aus den Weiten des Alls. Aber was sie sind? Was sie ergeben? Tja, du darfst jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Das ist alles etwas viel. Ich muss erstmal meinen Kopf freikriegen. Okay, ich bin dabei. Komm, let's go. Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Rumfaseln. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. 8000 Credits, Constellation Rucksack, Schlüssel der Loge. Okay, nice. Und ja, das war's auch schon wieder für diese Folge. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ja, was gibt's? Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an.
Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ja, wenn ihr gerne mal beim Stream dabei sein möchtet, könnt ihr das auch tun. In der Regel wird jeden Dienstag, Donnerstag und Samstags gestreamt. Auf Twitch unter Shazadi_spielt findet ihr mich dort. Würde ich mich freuen, euch mal zu sehen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.